Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Am 13. August errichteten Bautrupps die Berliner Mauer. Die Aktion hatte Erich Honecker vorbereitet. Die Entscheidung war im Einvernehmen mit Moskau getroffen worden. Viele DDR-Bürger nutzten die letzte Chance zur Flucht in den Westen. Aber wie wenig sich das Pankower Regime dennoch auf seine eigenen Wachtposten verlassen kann, zeigt dieses aufsehenerregende SFB-Dokument von der Flucht eines Volkspolizisten. Die Reaktion der Alliierten war zurückhaltend. Sie wollten keinen Krieg provozieren. Eher symbolisch ließ der amerikanische Präsident 1500 US-Soldaten nach Berlin verlegen.